Zu Gast bei Enzo Ferrari heute wieder. Hallo. Schön. Lach nicht so blöd. Ja. Giovanni Ferraro. Fast, oder? Fast, ja. Hat ein bisschen gefehlt, ja. Ja. Du hast einen Künstlernamen, der heißt wirklich Ferraro, aber mit echtem Namen heißt du? Giovanni Ferraro, immer noch. Hast du immer so? Echt immer so? Immer noch, ist mein Name. Nicht der steht auch so im Ausweis, oder? Der steht auch so drin, ja. Als Künstlername. Nee, nee, als richtiger Name. Du bist quasi irgendwie, du bist in Deutschland geboren, ne? Ja, ich bin hier im Saarland geboren. Mhm. Ja, aber du bist eindeutig italienischer Abstammung. Du warst bei deiner Mutter jetzt, wann warst du da, im Oktober? Vor 8 Tagen war ich da. Vor 8 Tagen? Ja, ja. Die hat dich gut bekocht? Och ja, also da hat mir die Bewegung gefehlt, muss ich sagen. Essen und dann die Mama, wenn man bei der Mama kommt, ist man auf einen Schlag 15 Jahre. Kann ich schon vergessen. Ja. Ja, ja, da kriegst du noch, Milch und Kekse hingestellt morgens zum Frühstück. Ja, das sind halt die Eltern, ja. Macht mal mit. Ja, du bist knapp über 15, das ist eindeutig. Du machst diesen Job jetzt wie lange? Den mache ich jetzt hier Eigenregie 20 Jahre, aber ich bin schon 30 Jahre im Job drin. Ja, so ist es. 125er, B196, der neue Führerschein. Eine Führerscheinerweiterung, die man machen kann ohne Prüfung. Klar, wenn ich einen Einser habe, kann ich das eh machen, aber wenn ich sowas in Deutschland fahren will, kann ich das mit dem alten Dreier machen plus dem B196 oder mit dem B-Führerschein, wenn ich eine gewisse Fahrerfahrung habe. Lest da mal nach. Luxon kommt aus der Volksrepublik China. Jawohl, ja. Wo auch das iPhone herkommt, unter anderem von Foxconn. Wo alles herkommt, wo vieles herkommt zum Glück. Ja, das ist ja so, dass die Preise ziemlich stabil geworden sind, da hinten mittlerweile wieder. Aber die Qualität, sieht man hier, die ist phänomenal. So, Luxon bedeutet, das ist jetzt ein Fahrzeug, das kann ich mit ungefähr mit welcher Steuerlast rechnen im Jahr? Ist es unter 100 Euro? Steuerlast ist gleich null. 125 Kubik bezahlen keine Steuern. Keine Steuern? Nein, nichts. Leistung, was hat das? Der hat knappe 11 PS. 11 PS, das heißt, der fährt 100 ungefähr? 105, 110, also die Kunden, die Dinger schon fahren, gut einfahren, haben schon von 110 berichtet. Ich sag mal locker leicht 100 und dann haben wir schon eine gute Grenze. Kein Problem. Der Motor ist hinten? Ja, wie immer noch. Ja, ich frage, also es ist ja ein Roller, das bedeutet, der Durchstieg ist wie bei einer praktisch PCX Honda, bisschen höher. Es sieht auch ähnlich aus wie eine PCX, oder? Ja, das sind die typischen Tourenroller, die sehen alle gleich aus. Wenn man mal lange Touren fahren möchte oder ein bisschen sich nach hinten setzen will, man sieht auch hier den Hocker für den Lehne hinten ein bisschen sich mal festzusteifen. Das ist ein typischer Tourenroller, also kein Alltagsroller, wo ich mal in Aldi, Lidl oder mal beim Bäcker reinspringe, weil der Durchstieg ist halt ein bisschen problematisch, wenn ich da sichte, das ist halt ein bisschen, deswegen empfehle ich den absolut als Tourenroller. So, also ich guck mal gerade, der hat Keyless Go, er sieht aus wie eine PCX 125, jetzt ganz ehrlich, die Anleihen sind auch sehr ähnlich, das heißt, du hast drahtlosen Einstieg. Du brauchst also den Schlüssel nicht mehr groß einzustecken irgendwo, aktivierst ihn. Wird einfach hier aktiviert und schon kann ich hier alles steuern. Genauso wie bei Yamaha, Silvermix, die ist auch so. Das ist ja die T-Max. Ach, mittlerweile sieht man bei vielen Fahrzeugen die gleichen Instrumente. Das ist ja heutzutage Globalisierung. Man kauft einfach die Teile ein und baut sie ein. Einer hat ein schöner, großer, kleiner, aber vom Großen und Ganzen ziemlich gleich. Tankvolumenanzeige, wo ist die? Die Tankvolumenanzeige, die habe ich hier an der Seite. Moment, hier. E für MT? Ja. Also, ist leer. Pass. Hier nicht meine Batterieanzeige. Ein Außenthermometer hat er auch dran, dass man weiß, wie die Temperatur draußen ist. Die Tageskilometerleistung ist drauf, die komplette. Ja. Und auch wie bei den Autos heutzutage Motorkontroll, weil die auch. CAN-Bus? Ja, genau, die arbeiten mit CAN-Bus und die Fehler werden angezeigt durch Blinken etc. Also Motorsteuergerät kannst du anschließen. Ist da auch so ein CAN-Bus-Stecker dran? Oder? Ja, ganz genau, hier beim Auto auch. Ja, wie beim Auto? Ja, ja, OB2-Stecker haben die dran. Hier übrigens, wenn man hier drauf geht, drückt man auf den Knopf drauf und dann kann man hier den Staufach öffnen. Ja. Damit ist die Batterie drin, weil wir bei der Vorführung haben wir separate Batterie, weil die Originale wird erst dann aktiviert, wenn wir die Fahrzeuge verkaufen. Und dann ist sie frisch und neu, die Batterie. Ja. Okay, jetzt zum Testen hast du eine kleine Batterie angeschlossen. Immer, ja, ja, dann ist mit da geht und so. Passt ein kleiner Helm rein, Jethelm? Ja, Jethelm passt rein. Muss gucken, was für einen natürlich. Es gibt auch aus dem Motorradbereich mit Spoiler hinten und schlag mich tot und dann wird es ein bisschen eng. Aber normale Jethelm passen da rein, ja. So, einer. Dann
hast du ja noch eine Besonderheit. Du kannst hier einen Koffer drauf machen. Kann man eine Halterung anbringen für den Koffer? Ja, die Halterung ist jetzt so gut wie fertig. Ist ein neues Modell, ist 22/23 Modell ist. Gab es noch keinen Gepäckträger, ist jetzt in der Mache gewesen und ist demnächst lieferbar auch. Ja. LED-Beleuchtung? LED-Beleuchtung, rundum, genau. Ja. Zeig mal vorne, das wollen wir gerade mal anmachen. Saft hat sie ja, also das heißt, die hat erstmal ein Tagfahrlicht, ziemlich schick. Ja, also richtig schön. Unten haben wir die LED-Leuchten, sieht man, muss man in die Klinik gehen, dass man sie sieht. Und hat auch die Fernlichter sozusagen. So, das ist meine Farbeleuchtung. Blinkt mal. Blinken haben wir dann hier unser... So, alles also Full LED. Full LED, komplett. Alles Ausstattung, LED-Bereich. Das ist ja wie im Autobereich mittlerweile, ja. Hat die auch so einen Start-Stopp-Automatik? Nein. Gut, okay. Das war die Frage. Ja klar, dieses Start-Stopp in Schalter, ja, das hat man hier. Wenn man an der Ampel steht, kann man ohne Schlüssel bedienen, ohne da einfach ausmachen, rüber gehen und dann wieder dann durchstarten im Prinzip. Das geht, ja. Okay. So, jetzt USB. Ja, ganz genau. Hier hat man eine kleine Ablage, da kann man ein Handy reinlegen und hier hat man die USB, damit man auch laden kann. Oder man holt sich dann einen Adapter oder eine Halterung für ein Navigerät, wo wir auch im Programm haben. Da kann man die am Spiegel festmachen oder hier oben auf dem Bremsbehälter gibt es auch schon Halterungen, ganz coole Dinger. Da kann man auch vibrationsfrei mal ein Navi montieren. So, steig mal drauf. Du bist 1,80 Meter? 1,80 Meter. So. So platze ich die hier, so schön arretierten Stelle und man kann das hier schon gemütlich dann nach vorne gehen mit den Beinen und kann dann Touren fahren ohne Probleme, ja. So, ABS hat sie? ABS, na, die haben CBS, das Honda-System. CBS, was ist CBS? Sobald ich dann vorne bremsen, geht die prozentual hinten die Bremse auch mit und so umgekehrt auch, ja. Das ist ein typisches Honda-System, ABS kommt ja von Bosch, aber hier haben sie sich entschieden, ein CBS-System einzubauen. Gut. Dann Luftkühlung in dem Fall? Luftkühlung hier den, was ganz wichtig, was du immer gerne wissen willst, die Hupe, die geht auch. Die Hupe, jetzt habe ich gar nicht gefragt. Also zugelassen für zwei Personen, zweimal Scheibenbremse mit, ja, drin. Genau. Der Motor, ist das auch jetzt ein Lizenzbau in dem Fall? Ist ein Lizenzbau von Honda. Okay. Hat nicht jeder, aber ich kann hier Kupplung, Keilriemen, alles einmal vom Honda. Also ist schon ein schöner Motor, den haben wir schon seit Jahrzehnten, eigentlich knappe 16 Jahre, gibt es den im Lizenzbau. Problemlos. Also Lizenzbau heißt, die bekommen eine Lizenz, bauen den quasi nach, weil das ist ein sehr, sehr bewährter Motor, 125 Kubik. Ja, Preis? Preis bei dem, oh, ich muss jetzt wieder mein Schild holen. Geht mal das Schild holen, Silvermax. 3.599 Euro. So, 3.599 Euro. Kosten. So, die kommen noch dazu. Ja. Dafür bekomme ich sie fix und fertig aufgebaut. Ich muss also nicht irgendwie die rausschälen aus irgendeiner Verpackung? Nein, also wir haben die dann, die Erstabnahmeinspektion ist dabei, der Tank immer halb voll bei unseren 25 Kubik. So, man muss nur noch anmelden und dann kann man loslegen. Ich muss dabei sagen, bis Ende Dezember haben wir hier ein paar Überraschungen für die Kunden finanziell, wo man auch ein bisschen unterstützt durch die ganze Krise und kommen. Negativ oder positiv? Positiv, sehr positiv. Da wird immer was kleines Geschenkchen dabei geben. Und ja, das will ich jetzt diesen Monat komplett bis Ende. Ich bin mal vorsichtig, weil irgendwelche Überraschungen können ja auch. Ach, der Preis ist um 30% gestiegen oder so. Nee. Nee, also es wird schon in dem Bereich schon, sind wir schon dabei und unterstützen das Ganze ein bisschen und dass wir auch Bewegung haben im. Also ruhig bei dir melden. Ja, unbedingt, ja, ja. So, werden gleich noch ein paar Videos mehr drehen. Heute ist der, guck mal auf die Uhr. Der 5. Nikolaus. Heute ist Nikolaus. Ja, heute ist Nikolaus. Ich Giovanni, ich fand den Amster. Oh, Schande, ich bin einfach zu alt dafür. Früher gab es ja ganz viel Schokolade. Ist das so ein Thema in Italien, Schokolade? Nein, absolut. Gut, bei uns ist dann eigentlich der Befana im Januar. Was? Das ist die Hexe, Befana. Das ist die Hexe. Die kommt dann im Januar am 11. und beschenkt dann die Kinder in Italien. Nikolaus gibt es eigentlich in dem Maße nicht in Italien. Halloween habt ihr jetzt auch? Ja, aber wettet gerne gemacht. Die Italiener sind jetzt so auf amerikanisch-englisch getrimmt. Die übernehmen auch die Sprache nicht so wie in Deutschland. Also ich war jetzt in Sanremo, da war Halloween, ging die Post ab. Also die ganze Innenstadt voll. Aber das war früher noch nicht so, oder? Ja, ne, der Norden ist tickt ein bisschen anders wie unten der Süden. Achso, du kommst aus dem armen Süden. Aus ganz armen Süden, Gott sei Dank, wo ich noch richtig noch fürs Essen noch nur noch 8 Euro bezahle, muss statt 28 Euro und dann halt touristenmäßig gemacht. Da kann ich auch hier in die Pizzeria gehen. Ne, danke. Ist das südlicher von Rom, oder? Noch weiter, ist 200 Kilometer von Neapel runter. Das heißt, Afrika auf der Höhe von? Nicht gerade, aber viele kennen, also La Mezia, der Flughafen ist da, der Ecken bin ich dann. Cosenza.
So, da ist es. Vorname von deiner Mama, wie heißt sie? Lina. Die spricht doch Deutsch? Die kann Deutsch, ja, ja. Deutsch. So, die Lina, also wenn du das siehst von deinem Sohn, Giovanni Ferraro, ciao Mama, am Nikolaus 2022 gibt es die Silver Max zum Preis von, zeig nochmal hin. 3.599 plus eine positive Überraschung. Plus eine positive Überraschung, so, wahrscheinlich Corona-positiv. Scherz. Kostenloser Test dabei. So, dann beschreib mal gerade, wo wir sind. Es ist auch wirklich hier, komm, wir gehen mal kurz vor die Tür. Mhm. Es ist 6 Grad sind draußen. Ja. Es ist ein bisschen kälter geworden. Kälter, feucht. Du bist ja so die Frostbeule, so ein kleines bisschen. Ja. Hier ist dein Laden. Guck mal, ich zeig dir mal was. Siehst du diese Weste hier? Ja. Pass auf, was ich hier drin habe. Ich bin Italiener. Ein Akku, die ist nämlich gewärmt. Ey, du willst nicht... Doch. Echt? Ehrlich, ja, ja, ich kann hier umschalten. Hast du eine Heizweste? Ja, ich bin Italiener. Ich hab ab 20 Grad fäng ich an, wie eine Eidechse zu frieren. Das funktioniert, oder? Das wunderbar. Echt, das ist warm, oder? Ja, klasse. Im Nacken, Rücken und vorne am Bauch. Oh, hier sind wir nämlich im EKC in Buß. Wir sind bei Giovanni Ferraro, Zweier Ferraro. Kauft ihm die Bude leer. Tschüss.